Yo, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Grow to Pro. Und ja, ihr seht schon, ich trade heute mal wieder ein bisschen, damit wir uns auch ein Traumteam erstellen können am Ende dieser Serie. Aber jetzt erstmal zu dem Getrade. Ich habe mir drei Abidals geholt, mit denen kann man recht gut traden und diesen 600-650 Münzen-Trick angewendet. Da geht man auf Auktionssuche, dann Level Gold und dann Startpreis 600 und Höchstpreis 650. Da kann man gute Spieler abfangen, die eine Bewertung höher als 80 haben. Die lassen sich eigentlich recht schnell immer verkaufen. Und Spieler, die gute Werte haben, wie zum Beispiel hohes Tempo, 5-Star Skills oder sowas, die lassen sich auch recht schnell verkaufen. Das ist ganz gut. Und mit dem Trick kann man auch ein bisschen Profit machen, wenn man am Anfang ist. Und hier haben wir den Trick mit Abidal. Man geht einfach auf einen beliebigen Spieler aus einer beliebigen Liga. Am besten natürlich so Liga BBVA, Barclays Premier League, Bundesliga oder sowas. Oder Ligue 1. Da ist es so, dass es einige Spieler gibt, die ein bisschen unterbewertet sind. Und einige Spieler können sich so Spieler wie zum Beispiel Marcelo nicht leisten. Deswegen haben sie eine andere Option und die heißt halt dann Abidal oder ja, irgendjemand anderes. Und dann kaufen sie sich diesen Spieler und man muss halt schauen, wie viel er wert ist. Und man kann dann meistens die Spieler billiger abfangen, da es neue bei Ultimate Team gibt, die gerade erst angefangen haben und vielleicht Pack-Opening gemacht haben. Wenn Happy Hour oder so ist, dann geht dieser Trick ganz gut. Und dann stellen sie den Spieler einfach irgendwie rein, wie sie denken, so viel ist er wert. Aber wahrscheinlich ist er dann mehr wert und dann kauft man ihn einfach sofort. Es gibt ja keine Bit-Tokens, deswegen kann man es ja so oft man will machen. Und da kann man wirklich guten Profit machen. Und ich mache diesen Trick jetzt schon etwas länger, auch bei meinem Hauptaccount. Und da ist es so, dass ich mit diesem Trick 30.000 Münzen gemacht habe, innerhalb von einer Woche nur mit diesem Trick, weil ich es ausschließlich mit Abidal gemacht habe. Und das heißt, dass er wirklich gut geht. Und ja, kommen wir zurück zu unserem normalen Getrade. Hier haben wir wieder Abidals und halt ein paar 600, 650 Münzenspielern. Und der Trick ist, wie gesagt, etwas für Anfänger. Man macht vielleicht so 50 bis 200 Münzen Profit, weil die EA-Tags noch dazukommen. Aber ansonsten ist der Trick eigentlich auch ganz gut. Und ich habe momentan 1400 Münzen, habe wieder die Abidals auf den Markt gestellt. Und herausgekommen ist, dass wir 2800 Münzen haben. Und ja, so gut wie alle Spieler wurden verkauft. Und ich habe mir gedacht, damit es nicht langweilig ist, kaufe ich mir einfach nochmal ein paar Abidals, ein paar andere Spieler. Und hier auf der nächsten Seite seht ihr gleich, ja, wir haben hier Felipe Luis von Atletico Madrid aus Brasilien. Mit dem kann man auch sehr gut traden. Da kann man auch guten Profit machen. Und es dauert wirklich nicht lange, diese Methode anzuwenden mit so Non-Rare-Spielern, die nicht glänzen. Weil es gibt so viele von denen auf dem Markt, die einfach mit 150 reingestellt werden oder 300, weil die Leute einfach nicht nachschauen wollen, wie viel sie wert sind. Und deswegen kann man wirklich guten Profit machen, hier mit Abidal, Felipe Luis. Und ich habe mir noch Thiago von Barcelona geholt, der ist jetzt nicht so empfehlenswert. Ich habe mit dem nicht wirklich guten Profit machen können. Seht ihr jetzt aber dann gleich, aber hier noch ein paar Abidals. Es ist so leicht, die abzufangen, weil so viele sie so billig reinstellen. 400 Münzen, das ist gar nichts für einen Spieler. Und in 4-1-2-1-2 für 700 Münzen, das ist auch wirklich gut. Kann man sich nicht beklagen. Und hier, alle Spieler wurden verkauft. Wir haben 15.899 Münzen und alles wurde verkauft. Das heißt, dass wir uns nächste Episode ein schönes Hybrid-Team erstellen können und dann auch unser erstes Spiel machen können. Das wird ihr dann alles in der nächsten Episode sehen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert mich einfach. Ihr werdet dann auf dem Laufenden gehalten. Und ja, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Servus.